Erstes, die Regierung hat sich einmal abgegrenzt. Was halten Sie für eine militärische Intervention? Und wo fängt dann eigentlich das, was Sie Kolonialisierung nennen, an? Ist ja okay, wenn Sie sich da erschießen. Vielleicht sollte ich das, was ich in Mali getan habe, tun. Den Tuareg die Waffen wegnehmen, vertreiben und die gewählte Regierung einfach wieder in Kraft setzen, die Gewaltmonopol ausüben und dann weggehen. War das Kolonialisierung? Nein, definitiv nicht. Das war einfach nur eine normale militärische Intervention, wie die UNO an ganz vielen Stellen erfolgreich gemacht hat. Die nächste Sache, die schwierig ist, ist, dass Sie beschreiben, wie schrecklich der Zustand jetzt ist und wie schön die blühenden Landschaften im Osten, Afrika, Asien, wo auch immer sein werden, ohne nur einmal zu sagen, warum das so selten klappt. Und wenn es so einfach ist, warum wir es nicht die ganze Zeit schon bei uns machen, alles super aufzubauen, warum wir Jugoslawien nicht in eine blühende Landschaft verwandelt haben und warum wir in Afghanistan nicht tausend Erfolge haben und alle glücklich sind. Das heißt, Sie sagen dann, ja, na, wir haben uns halt nicht richtig engagiert und die Wirtschaft nicht richtig aufgebaut. Ja, das haben wir schon vor 10 Jahren festgestellt, als wir angefangen haben in Afghanistan. Dann haben wir die Strategie geändert. Lass mal die Wirtschaft aufbauen. Auch nicht funktioniert. Das heißt, das sind hier zwei Sachen, die ich nicht verstehe. Ja, danke. Kommen wir jetzt also zu, worum geht's. Na, es geht offensichtlich darum, was ist so ein Failed State? Dann, ich möchte noch mal kurz darüber reden, wer bin ich? Also jetzt die westliche Ex-Kolonialmacht, die da wieder reingehen muss. Schadet das mir? Ich finde das nicht schön. Und dann noch schlimmer, das schadet auch noch denen, denen ich helfen will. Fangen wir mit dem Failed State an. Da sind wir uns alle relativ einig, da gibt es keinen Gewaltmonopol, da gibt es zwischen 2 und 200.000 Gruppen, die alle bewaffnet sind und sich irgendwie gegenseitig bekriegen und sich nicht mögen. Es gibt keine zentrale Staatsgewalt und das Schlimmste ist, es gibt nicht mal Gebiete, wo es sowas wie Staatsgewalt gibt, weil es ständig wechselt in diesem andauernden Bürgerkrieg. Also eine ziemlich hässliche, sehr, sehr schwierige Situation, wo es wenig Beispiele gibt, dass wir die gut gelöst haben. Meistens hatten wir Glück, sowas wie in Jugoslawien, da war es halt 5 Jahre hässlich, aber mein Gott, zum Glück haben die Kroaten und die Bosniaken aufgehört, aufeinander zu schießen. Das waren nicht die. Die haben einfach festgestellt, es ist dumm, aufeinander zu schießen. Lass einfach mal irgendwie Abstand finden. Das lag wirklich nicht daran, dass wir dumm wieder Kolonialmacht waren. Wir hatten da so ein bisschen Glück. Kommen wir jetzt, also wir sehen, die Situation ist sehr schwierig und dass das nicht leicht zu lösen ist. Und dass, wenn man das lösen muss, das erste erstmal eine militärische Intervention ist, wo wir keinen Grund sehen, warum das erfolgreich sein soll, wenn das so viele unserer militärischen Interaktionen in sehr schwierigen Gebieten nicht erfolgreich sind. Der zweite Punkt schadet das uns. Ja, das schadet uns erstmal, weil ihr sagt ja, wir haben die Verantwortung. Mein Gott, das akzeptiere ich vielleicht, aber will ich deshalb trotzdem Geld dafür ausgeben? Ich habe auch noch andere Verantwortung, meinen eigenen Bürgern gegenüber, zum Beispiel meiner inneren Wertezusammenhaltung in Demokratie, wo ich sage, ich will nicht derjenige sein, wie du beschrieben hast, der auf all die Warlords mit einem Maschinengewehr schießt, bis die alle tot und friedlich sind. Und dann sehe ich die Nachricht in den Bildern und dann steht da Frau Merkel und sagt, war notwendig und mussten erstmal Sicherheit herstellen. Die sind jetzt alle tot, ja, aber sonst hätte es viel mehr Tote gegeben. Das macht richtig, richtig krasse innenpolitische Probleme. Wir wollen keine Leute bei uns töten, wir mögen das nicht. Und wenn ihr sagt, wir müssen das tun, dann mag das stimmen, aber das hat trotzdem eine Rückkopplung auf unsere Gesellschaft, die ich nicht gut finde. Und es kostet mein Geld und es bringt nichts. Aber schon die ersten zwei Sachen sage ich, vielleicht habe ich Verantwortung, ich weiß aber nicht, wie weit geht diese Verantwortung, wie sehr muss ich mir ins eigene Bein schneiden, weil ich irgendwann vor 30 Jahren mal einen Fehler begangen habe. Profitiert. So, jetzt kommen wir zu denen. Also da haben wir hier schon, das ist wunderbar von der ersten auch gehört, okay, wie gehen wir da eigentlich dann raus? Wann kommt das denn? Wann ist denn dieser Schritt, wo wir rausgehen und dann ist alles gut? Weil offensichtlich ist das der schwierige Schritt. Chrissy hat ja selbst gesagt, wir sind schon rausgegangen. Auch nicht ganz richtig. Die meisten Kolonien haben uns rausgehen lassen. Die haben einfach Kriege gegen uns geführt. Wie Algerien zum Beispiel. Oder auch in Indien war klar, da hat ja Briten so ein brillantes System, dass die Maharajas keinen Bock mehr haben, Steuern zu zahlen an Großbritannien. Die sind einfach rausgegangen, bevor der Krieg anfing. Und in Afrika wurden wir fast überall vertrieben. In Vietnam sind wir nicht rausgegangen. Wir wurden rausgegangen. Das heißt also, offensichtlich ist dieser Schritt schwierig und selbst da, wo wir uns Zeit genommen haben und rausgegangen sind, hat es ganz häufig die ersten 30 Jahre einfach nur Bürgerkrieg gegeben, weil wir waren raus, es gab Machtvakuum, das wurde hier beschrieben, das ist auch sinnvoll, dass es ein Machtvakuum gibt, weil wir ja die Macht sind, wenn wir Kolonialisierung wollen. Das heißt, nee, das hat Willi gesagt. Das heißt also, das habt ihr nie beantwortet, warum es irgendwann nicht gegeben hat. Das nächste, was er sagt, ist, naja, und es ist auch schwierig, uns abzugrenzen, wir machen die irgendwie nicht selbstständig. Und da denke ich, ja, das ist richtig schlimm, Willi hat richtig erkannt, wir brauchen da eine eigene Gruppe in dem Land, die die Regierung ausführt, damit es gut wird. Aber er hat uns nicht erklärt, wie kommt die Gruppe dahin und wieso schadet Kolonialisierung denen. Und jetzt kommt der Felix und jetzt wird es schön. Wenn man sich anguckt, wo hatten wir Erfolg, warum funktionieren unsere Staaten so gut, wieso haben wir so viel Rechtssicherheit hier, dann liegt das nicht an den unzähligen Polizisten auf der Straße. Dann liegt es daran, dass wir alle dieses Land akzeptieren, dass es legitim ist, dass wir glauben, es ist richtig, dass wir glauben, der Richter trifft in der Regel das richtige Urteil. Dass wir unseren Politikern, auch wenn wir sie nicht mögen, schon glauben, dass sie so ein bisschen an das Interesse unseres Staates denken und dass wir im Zweifelsfall auch bereit sind, uns selbst für unseren Staat einzusetzen.
Das heißt, irgendwo gibt es diese Gruppe, die übernimmt Verantwortung. Und in dem Moment, wo ich eine Gruppe habe, die Verantwortung übernimmt und die das will, da sagen wir, jetzt gibt es richtig viele gute Mechanismen, nämlich Entwicklungshilfe, Beratung, Polizeiausbildung und. Aber diese Gruppe wird nie entstehen, wenn jemand von außen immer vorgibt, was die Lösung ist. Wenn ich in der Schule bin, dann kann ich vielleicht rechnen, aber ich kann noch nicht denken. Denn da ist jemand, der sagt mir immer, ob ich richtig gedacht habe oder falsch gedacht habe. Ich muss nie Verantwortung übernehmen, ich muss immer nur funktionieren. Das heißt, ich muss nie selbstständig politisch handeln, sondern ich bleibe immer nur das kleine Rädchen in der Bürokratie. Und genau das ist es, was Kolonialisierung da eingerichtet hat. Genau deshalb sind all diese Staaten zusammengebrochen, als wir rausgegangen sind, weil nicht einer da war, der überhaupt das Gefühl hatte, dass er Verantwortung übernehmen muss. Und weil es nicht einen gab, der es konnte. Christian. Die Strukturen damals haben da auf die Intention gezielt, die Leute auszubeuten, wirtschaftlich auszubeuten. Jetzt gehen wir rein mit der Intention, sie nur zu unterstützen und Parallelstrukturen zu unterstützen in ihrer Entwicklung. Wie kommt ihr bei eurem Mechanismus dahin? Hier ist jetzt der Punkt. Christi sagt uns, wenn du willst, dass richtig gemacht wird, mach selbst. Ja. Das klingt erstmal gut, das Problem ist, wir haben eigentlich gar nicht so viel Interesse. Wenn du sagst, Verantwortung und in Somalia sterben Menschen, alles schön gut, interessiert aber den Deutschen in der Regel nicht. Und interessiert ihn auch nicht, wenn er sich moralisch fühlt. Moral hat ziemlich wenig Auswirkungen am Ende des Tages. Eigeninteresse hingegen hat ziemlich viele Auswirkungen. Die Marktwirtschaft hat den Sozialismus nicht geschlagen, weil sie gesagt hat, wir sind gute Menschen, lass mal für die anderen einsetzen. Sondern gesagt hat, der Mensch hat Eigeninteresse und wir müssen dazu führen, dass der betroffen ist, anfängt zu handeln und dass die, die ihn Schaden haben, sich wehren können. Deshalb brauchen wir diese politische Kaste in dem Land. Und die können wir nur erreichen, wenn wir das machen, was die schließende Regierung gesagt hat, aber falsch verstanden hat. Wenn wir der unbeteiligte Dritte sind, wenn wir der Mediator sind, so wie wir es in Jugoslawien am Ende gemacht haben. Da haben wir mit den Serben, den Bosniaken, den Kroaten nur noch geredet. Wir haben vielleicht eine kleine Zone gesagt, wo wir gesagt haben, hier militärisches Schutzgebiet, wir bringen dann Armen hin, ihr dürft da drin niemand mehr schießen. Aber wir haben nicht probiert, die Politik des Landes zu machen. Wir haben darüber geredet, wir waren die, die der passive Mediator waren und das sollten wir wieder sein und nicht der Gutmensch, der reingeht und sagt, kein Problem, ich weiß, wie es richtig geht, aber kein Interesse hat und nicht weiß, wie es richtig geht. Vielen Dank.